Pidgeotto war es dementsprechend ein Schuss in den Ofen, um wieder auf Pokémon zurückzukommen. Wir wollen uns natürlich jetzt noch mit dem letzten Match des Tages beschäftigen. Und zwar die Misfits werden jetzt antreten gegen Schalke. Und nicht nur gegen Schalke, Boris! Sondern auch noch gegen Boris und gegen Fabian Ernst. Gegen Wender. Das wird auf jeden Fall wieder eine packende Partie. Meinst du, Schalke kann an dem Erfolg von gestern Abend anknüpfen? Oder wird es jetzt heute das Team der Hüppelepöps hier quasi schaffen, Schalke den Gau? Den Gar auszumachen, ja. Also ich denke, dass das Problem quasi ist, dass ich normalerweise sagen würde, beide Teams sind fast exakt auf Augenhöhe. Also genau die beiden Teams, die ich eigentlich auf Platz 3, 4 sehen würde. Problem ist, Schalke ist gehandicapt. Also natürlich Boris hin oder her, Wender, Hype, Hype, Hype. Klar, wir drücken da alle so ein bisschen die Daumen aus dem Scheiße, weil wir halt uns auch denken, ist eine coole Story. Aber sind wir ganz ehrlich, Misfits sollte die Partie gewinnen können, weil die haben Hans Sammer als ADC. Der ist wahrscheinlich 6 Klassen besser als Wender auf ADC, ohne Wender da zu nahe treten zu wollen. Was passiert, wenn Crepo und Krokettenkalle fusionieren? Boris Becker. Gut, wir freuen uns natürlich auf diese Partie. Du hast aber gesagt, Schalke wird jetzt wahrscheinlich... Aber da muss man sagen, ich dachte, Fnatic verliert. Ich dachte, G2 gewinnt. Ja. Und ich denke jetzt, Misfits gewinnt. Also, wettet euer Geld auf Schalke. Ja, wenn Schalke gewinnt, sind sie neben Vitality das einzige Team mit 2 Wins aus diesem ersten Spieltag. Ansonsten haben... Ich sehe jetzt Gilius Twitter-Game ja schon vor mir. Die sind ja jetzt erst nach dem ersten Spieltag. Ja. Ja. Und auf man darf sich auch mal freuen, muss man sagen. Also ja, wenn man beide Spiele gewinnt, beide Pflichtspiele für sich entscheidet, als einziges Thema am ersten Spieltag, ist das schon eine eindrucksvolle Sache. Vielleicht schreibt ihr auch sowas wie Be humble in your victory und 2 Stunden später I'm the best jungler of all the world. Okay, das ist ganz schön toxisch. Sowas könnte ich mir hintereinander vorstellen. Aber Johnny ist ja jemand, der auch gerne mal einen raushaut. Ne? Nee, also ich meine, ich habe... Du hast auch gestern gesagt, die Unicorns of Love sind nicht so gut. Ja, die sind auch... auch wieder 30 Leute im Twitch-Chat getwittert. Ja, das kann ich auch gerne nochmal machen. Fnatic ist overrated. Hey, jetzt reicht's aber mal. 31 diesmal, das ist die bessere Quote. Nee, also Spaß beiseite, ich war mit Gidris ja quasi bei Sport 1 und der Junge ordnet sich einfach... ist sehr überzeugt von sich selber und ich glaube, dass man das auch braucht in League of Legends. Ich glaube, das so deutlich zu machen auf Twitter ist natürlich auch einfach irgendwo Marketing hilft. Er ist ganz oft in der Analyse bei Rightner, worin das wohl liegen mag. Und ich glaube nicht, dass da jedes Wort vielleicht auch ernst gemeint ist, aber ja, ich denke da, Be Humble ist manchmal einfach der schönerere Weg. Ja, es gibt aber tatsächlich sehr viele Spieler, die ein bisschen zurückhaltender sind und dann finde ich es auch gut, wenn man ein paar Charaktere hat. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Pick-and-Bun-Phase, die hier zwischen Misfits und Schalke ausgetragen wird. Das letzte Spiel des Tages. Und wir freuen uns auf Maxim und Johnny. Wir sind am Start. Misfits darf gegen Schalke 04 antreten. Ein Name, der so lang ist, dass er einfach nicht mal ins Logo passt. Aber ist okay. Ja, ist absolut verständlich. Buns auch klassischer Natur. Wir haben den Shen, wir haben den Malzahar draußen in der ersten Rotation. Auch die Kalista. Boris! Uiuiui, Boris in der Cam. Johnny ran. Boris! Oh, hey, hört gar nicht auf. Holy shit. Aber da war wieder Boris. Das war jetzt für mein Gehirn auch schwer zu verarbeiten. Ja, ich merke das. Je kleiner, desto schwerer. Aber... ich hatte übrigens mal 15 Minuten recht. Also, möchtest du noch eine Wette eingehen irgendwie? Ja, aktuell, am heutigen Tag, ist es nicht komplex. Deswegen... warum? Aber ich dachte, nicht komplexe Designs sind quasi dein... Nein, komplexe Designs sind meine. Ah, ja. Komplex wie Skala. Ja. Malzahar. Ja, in Techspeed Malzahar. In Techspeed Malzahar. Ja. Das war echt eins der schönsten Games, die ich mit dir gespielt habe. Aber jetzt kriegen wir das schönste Game, was wir jemals gecastet haben. Ja. Wir dürfen den Javan-Band sehen. Ryze ist schon mal da. Fehlt nur noch Azir und Tahm Kench. Ja, that's the missing link. Na, wobei, dadurch, dass Javan gebannt ist, sollten sie für Sechu gehen. Warum Sechu? Vom Sechu, ja. Dadurch ist Ornn weniger attraktiv. Kha'Zix, okay. Nice! Man geht mal auf Schaden. Ja, Brightstalker ist natürlich als alter Ringer-Main generell eher schadensorientiert unterwegs gewesen. Aber dadurch gibst du halt jetzt hier eine Sechu ab. So, und wenn du jetzt als dritten quasi den Ornn nehmen würdest... interessant. Nein, keine Solo-Lane, oder? Da kannst du machen, weil die Gegner müssen jetzt quasi Azir picken. Wenn sie nicht Azir picken... ist er raus, ne? Dann ist er raus. Das heißt, entweder kriegen sie Top-Lane das bessere Matchup, was sie es rausbannen, oder Mid-Lane. Sag ich, okay. Schwierig. Solche Reihenfolgen sind echt immer confusing, weil ich ein bisschen durch die SM-Meisterschaft verwöhnt bin. Kann Visechachi vielleicht Kamel spielen und Gangplank einfach völlig zerstören? Oldschool-Counter. Das ist ein richtig alter Counter. Ich glaube, es gibt keinen älteren. Ich weiß auch gar nicht. Also, das Witzige ist ja, egal wie oft Ryze reworked wurde, er gegen Cassio war immer das Matchup und Cassio war immer besser. Ich glaube, es liegt einfach an den Items. Ja. Aber
Warum ist Cassio dann immer besser? Wahrscheinlich, weil, wenn sie einmal den Q trifft, sie einfach diesen Chase machen kann. Ich glaube, sie hat einfach stumpfere DPS-Mechanics. Während Ryze Tasten drücken muss, drückt sie nur E. Hm. Q, E, W, E, irgendwann R. Ist das normal? Sobald er mit der Ultimate raus will, schreist sie ihn an. Thumbcatch jetzt rausgebannt, kluge Idee. Und jetzt sollte man Toplaner rausbannen, die Gangplank gefährlich werden. Ich denke da an Camille. Und normalerweise denkt man in der Solo-Queue da auch noch an Irelia, aber die ist im Competitive natürlich abwesend. Was ist das für ein Bann? Kannst du das sehen? Ist das nah? Ja, nah auch noch. Ich habe sogar das Gefühl, dass man vielleicht... irgendwie waren ein paar Mal Alistair-Buns dabei. Und bisher wurde nicht einmal gepickt. Und ich frage mich, ob man ihn auch einschränken möchte. Aber nope, es ist ein ADC. Kog'Ma, time to say goodbye. Dadurch wird der S natürlich nochmal ein bisschen leckerer. Weil du nicht ihn jetzt auch raus. Ja, die stellt mir jetzt quasi vor die Wahl. Camille oder S. Oh, du kannst doch übrigens auch sowas wie Lucian bannen. Aber es wird... What? Du spielst doch gerne Gangplank in Ornn. Also... In Ornn würde ich halt fast gar nichts spielen. Ja, gut, das stimmt schon. Aber eigentlich stimmt es nicht. Also ich finde es sehr, sehr mutig von Alfari zu sagen, ich bin in der Lage, diesen Gangplank in alles reinzuspielen. Weil hier ist noch Lucian offen, Camille offen. Holy moly, hier ist echt noch viel offen. Ja. Das ist halt einfach Season 8, so. Es ist halt wirklich ein Batzen Optionen da. Das wird doch gar nicht S, sondern es wird Tristana. Oh, warum nicht? Skaliert deutlich besser. Und ich glaube, es ist auch leichter zu spielen, Tristana. Der Raketensprung ist sehr, sehr mild, so. Straft dich nicht, muss ich sagen. Du kannst es auch später aktivieren, kommst trotzdem weg. Gut, wir müssen auch sagen, Wender hat wahrscheinlich ja auch nicht jeden Champion ultra gut drauf. Ja, aber ich meine, du hast halt drei Items, Shift, Rechtsklick in die Base. Ja. Und dann kriegst du halt alles weg. So spielst du Age of Empires. Ja. Ne Tab. Oh, Jenna. Nee, war raus. Oder Alistair. Also Thresh, um das Ganze hier zu punishen, dass du gegen Leute spielst, die vielleicht nicht so visiert auf ihrer Lane sind, ist natürlich interessant. So, jetzt kommt der legendäre Blitzcrank. Das kann einfach Camille. Der hat ja schon Braun. Blitzcrank top. Ich will einfach Boris auf den Champion sehen. Ich verwechsel heute extrem viele Champion-Namen und so. Ja, aber ich verwechsel einfach Positionen. Ich denke mir die ganze Zeit nur, irgendwas muss er nehmen, was ein Hook hat. Was ihn berühmt gemacht hat. Ja, so ein Stück weit. Aber naja, wir haben den Cho. Der wird sich einfach nur an einem Piraten laben. Ja, schmecken ja auch gut. Das sind ja quasi wie Rumkugeln. Oh, verstehst du, wegen Rumalkohol und Piraten trinken. Hätte ich auch ohne. Verstanden. Oh, krass, okay. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Gut, okay, cool. Sieht nicht schlecht aus. Schalke muss man indirekt die Daumen drücken. Gehen, wie gesagt, mit einem kleinen Handicap rein. Aber ich finde es schade, dass immer noch Chachi hier. Also das Problem ist quasi, dass du K6 ja schon im Jungle präsentiert hast. Das heißt, wenn du keinen Tank Toplane spielst. Ich glaube, das war doch auch die Entscheidung für Gangplank. Weil du siehst, okay, die Gegner wollen Carry Jungler. Ja, good luck ohne einen Tank. Deswegen picken wir jetzt Gangplank, weil die Gegner müssen halt für einen Tank optimieren. Und machen das auch. Das ist echt smart. Ein Braum allein kann es nicht lösen. Diese Problematik. Auch wenn es Boris ist. Selbst Boris kann es nicht lösen. Boris kann das auch nicht lösen. Du musst Boris lösen. Ja. Cool. Letzte Kamerafahrt des heutigen Tages auf das LOL-Logo. Jetzt rausgezoomt und nach rechts geschwenkt. Oder ganz langsam nach rechts. Damit die jetzt ist er aufgewacht. Ist ja auch ein langer Tag bisher. Und man hat es komplett sein gelassen. Die Regie im Adlershof ist auch müde. Ist aber okay. Keiner ist perfekt. Keiner ist perfekt. Keiner ist perfekt. Wir müssen echt irgendwie mal so T-Shirts machen mit unseren dümmsten Sprüchen. Ja. Also so einfach die größten Verschwörungen. Da steht irgendwas mit Sola! Hast du gesehen? Ich habe irgendwas auf dem Schild schon irgendwas mit Sola, oder? Ich hab's ja Twitch-Chat gesehen. Oder kann zurückspülen. Oder es klippen. Zurückspülen? Spulen, na jetzt. Übertreibe aber nicht hier. Willkommen, meine Damen und Herren, zum letzten Game des heutigen Tages. Wir schreiben den 20. Januar 2018. Misfits darf antreten gegen Schalke 04 mit ihrem B-Team. Wir haben Wender auf der ADC-Position und daneben noch ein Support. Na, einfach nur der gute Boris. Ja, Double Relic auf beiden Seiten ist natürlich ein absoluter Skenigierer. Da stand Sola, boost me, please. Das ist nicht so schlau. Vielleicht war das Niklas, der das hochgehalten hat. Kann auch Niklas gewesen sein, aber Sola kann, glaube ich, aktuell Leute nur in Fortnite boosten. Ja, der ist echt, also der ist ja immer noch Platin 1. Kutscher ist sogar höher als er. Und das soll ja schon was heißen. Ich kann ihn bald einholen. Naja,
Wir sehen die Runen, Kleptomancy. Weißt du, was witzig ist? Ich habe dein Placement-Video gesehen und weiß nicht, wie du geplaced wurdest. Weil du es nicht bis zu Ende geguckt hast. Nee, weil es mir auch egal war. Also, aber wo wurde es denn jetzt geplaced? Ja, das sage ich dir nicht. Oh Mann! Du musst das Video gucken, du Kleiner. Okay, bist du Platin? Vielleicht. Also nein. Maybe. Mayday. Okay, also wir haben Mexo und Afari. Die starten hier beim Blue. Das heißt, die Botlane kann cheesen von Hansama und Mikey X. Also das natürlich für Schalke, Boris und Wender. Kann man das eigentlich witzig zusammen? Es ist keine Cheesung, ja. Nee, aber die haben halt den ersten Push. Und das ist halt schon ein ordentlicher Vorteil. Ah, das Blade am Anfang ist jetzt super strong, ne? Dieser Bonus von der Passiven ist leider nicht kompensierbar für Visi Chachi. Grom Smite ist auch absolut fein. Kann die lange Route gehen. Ist nicht so häufig, dass Sejuani nach dem Blue zum Red geht. Macht er auch hier. Nimmt sich die Wölfe vor. Johnny würde ja nur zwei Wölfe nehmen, dann zum Grom gehen, dann... Nee, dann Blue. Dann den Wolf, dann die Raptoren, dann Red. Aber du bist halt so low, dass du danach meistens nicht ganken kannst. Made at first, second or third team. Ja, also immer erst so zweiter oder dritter geworden. Und der war tatsächlich erster und auch MVP mit den Jungs von Unicorns of Love. Und jetzt hat Schalke diesen starken Spieler. Ja, das ist halt wirklich schön. Er hat auch, wie gesagt, gestern insane performance. Also gestern hat er wirklich angeführt von einem überragenden Visi Chachi. Und auf deiner Seite haben wir das Duo. Der EU-LCS in Jungle und Top-Lane. Ich glaube, so weit kann man gehen. Die beiden kennen sich seit Ewigkeiten. Ah, das steht leider nicht. Die haben quasi schon in der englischen ESL-Meisterschaft quasi zusammengespielt. Also schon vor ewigen Jahren. Das ist halt einfach insane, dass solche Leute quasi sich dann finden und halt einfach zusammenspielen bis zum Ende der Tage. Aber ich meine, andererseits Noxiac, Power of Evil, die alle haben ja auch schon vor ewigen Zeiten zusammengespielt. Ja, jeder normale Champion wäre jetzt halb tot. Raum denkt sich, ich brauche Relic Stacks. Und das war's. Ja. War schon nicht schlecht. Jetzt immer noch. Also die Tankin ist einfach noch schlichtweg krank. Aber wir sehen ein Merkmal aus der letzten Begegnung von Schalke, dass die Botlane reingedrückt wird. Und bei einer Tristana. Unterm Turret wird es halt echt schön. Der hatte mit Varus schon echt Probleme unterm Turret. Ja. Da war er auch gute 15, 20 CS behind, aber irgendwann hat sich das dann stabilisiert. Hier sind es gerade 5. Das ist nicht schön, aber auch nicht so wirklich wild. Bisschen wild ist es schon, wenn ich ehrlich bin, weil sowas sollte man nicht übertreiben. Ja, naja, daran wird es jetzt nicht scheitern. Nee. Na gut, in der Mitte hat das mit dem Tier-Timing. Ah, ist die Frage, ob es ganz gut geklappt hat oder nicht. Nuketag ist auf jeden Fall schon da. Nuketag ist halt so gerecalled, dass Ryze gerade eine Cannon Wave durchpushen muss. Während wenn gleich Ryze durchgeht, kann Nuketag einfach eine ganze Mana Wave pushen. Dadurch hat er viel mehr Zeit gewonnen. Weil man sieht, Ryze kriegt die Lane zwar jetzt durch, und Nuketag muss sich jetzt auch um die kümmern, aber die nächste Wave hat er Möglichkeiten. Oder er freest sogar. Er chased jetzt erstmal Ryze und dann kannst du danach freezen. Das ist halt wirklich smart. Ja, er kann nicht so weit runter chasen. Nein, aber freest du es jetzt. Er läuft in den Busch rein, stellt einen Pinkward rein, damit safe ist, dass da keine Vision ist. Dadurch verliert er die Minion-Akro und freest es jetzt. Und zwingt dazu, Ryze auf TP zu wechseln eigentlich. Und jetzt TP da drauf. Sehr, sehr klug gespielt. Das ist genau das, was Perks also eben auch versucht hat, den TP zu halten. Er hat das auch umgesetzt bekommen. Hier hat Nuketag so klug reagiert, dass das nicht möglich ist für Senkaks. Ich glaube, dein Mic ist wieder ein bisschen zu leise. Ach, okay. Irgendwas wieder komisch gedreht daran, oder? Ich weiß es nicht. Das ist die Response da, dass sie da so ein bisschen silently ist. Also einfach leise oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, jetzt geht's langsam wieder. Ich glaube, du musst stehen, Johnny. Stehen und kraftvoll reinsprechen. Ja, aber ich weiß nicht. Bei dir, übrigens in meinem Mic, höre ich dich ganz oft einfach gar nicht. Ich höre dich auch nicht, aber ich will dich ja auch nicht hören. Ja, gut. Das ist so das Ding. Und du weißt ja, wie du bei mir übersteuerst, ne? Ja, und das ist halt das ist krass. Jedes Mal, wenn du scheißt, denke ich mir, bitte hör auf. Ja, und ich denke mir, wow, das ist cool. Ja, das ist halt echt das Ding. Also wirklich jedes Mal, ich denke mir so, oh, was bitte in Teamfight? Und ich denke mir auch, oh mein Gott, bitte, wir müssen das ändern. Das ist nicht schön. Aber wir können nicht. Meine Damen und Herren, ist es die 5. Minute und 35 Sekunden. Reden wir nochmal so ein bisschen über das Scaling, weil wenn wir eins heute gelernt haben, dann das Scaling krass ist. Ja. Tristana ticken besser als Varus, aber Varus darf man echt nicht unterschätzen. Er ist echt in der Lage, sehr viel Schaden auszuteilen. Sejuani, anders, aber besser als K6 und Midlane, absolut on fire hier. Puh, das war close. Ja, das ist gut rumgedreht. Also hätte, wenn ich hier die Betäubung abbekommen, wäre es vorbei gewesen. Aber ich meine,
Ganz ehrlich, Casio Ultimate sollte man einen großen Teil im Probereich in der Lage sein zu dodgen mittlerweile. Es ist natürlich immer noch sick, wenn man es macht und sieht auch cool aus, aber die Animation ist halt wirklich langsam. Und seit es auch nicht mehr so ist, oh, was ein Hook hier, einfach mal vorbei an Boris. Und Boris kriegt viel Schaden, weil er ist immer nach vorne gegangen, wird ignited, wird gehealt. Oh, schöner Flash, das war wichtig. Das war wirklich wichtig. Damit übersteht er das Ganze noch. Ich dachte, jetzt kommt die Pfeile des Todes. Stacks waren ja genug drauf. Oh, jo, das hier oben könnte ein All-In werden. Das ist schwierig für beide. Kein Fies für Visicacci. Fari hat noch die Ult. Also wenn, dann hätte ich das von der Fari erwartet. Und man sieht die Reaktion. Visicacci gleich mit dem Ninja-Tavis am Start. Also nimmt er einiges runter. Schien natürlich trotzdem unangenehm gegen sich. Interessant ist, dass es die Ninja-Tavis geworden sind. Ich dachte, es wird das... Oh, ich weiß nicht genau, wie das Item heißt. Mit Mana und Armor. Das, was Kuna und Action gibt. Glacial Shroud. Oh, ja, ja. Okay, ja, das Item dachte ich wird es eher, aber Ninja-Tabis sind halt gerade für diese längeren Fights, wo es auch Auto-Attacks gibt, tatsächlich nochmal deutlich besser. Ja, und Geschwindigkeit ist immer so ein Punkt, den man gut verarbeiten kann. Gerade mit Joe. Oh, er gewinnt das Duell quasi um die Pflanze, wobei es kein Duell gab, weil er hat sie gesehen. So mehr ein Wettrennen. Der Fari nicht. Ja, und Wettrennen deswegen und Ninja-Tabis, ne? Der eine war einkaufen, der andere nicht. Ja. Ja, das fand ich sehr, sehr schön. So, Blue Buff transferiert, Nuketech geht Base, wirkt immer weird. Aber ich glaube, er hat die Katalysator-Phase erreicht. Und wenn du als Casio Träne Katalysator hast, dann bist du im Late-Game. Ich meine, es ist halt wirklich, die beiden Midliner sind halt einfach immer synchron unterwegs hier. Ja. Ist halt wirklich, wirklich schön zu sehen. Stopwatch allerdings bei Ryze natürlich am Start. Dasselbe bei Casio nicht. Nee, Casio hat sich für den Position Tree entschieden. Das heißt, im Position Tree werden wir eventuell, wir hätten vielleicht ein bisschen besser beobachten müssen, aber ich glaube, es könnte Richtung Presence of Mind gehen. Mhm. Presence of Mind ist sehr, sehr schön in der Lane. Ja, du kannst quasi dein Level 2 kriegen, gehst da vorne und machst einfach 1000 Ace. Ja, so viel du kannst. Und das ist halt richtig schön. Vor allem, weil du mit E auch nicht Töter kurz siehst. Wender probiert jetzt auf Hans Sammer zu gehen. Oh, schöner Flash. Wenn Hans Sammer hier irgendwie markiert worden, wäre es vorbei. Also das Timing von Boris und Wender nicht schlecht. Raketensprung kann auch defensiv verwendet werden. Miki aber gierig. Der Hook, der sitzt und damit ist es vorbei. Stundenglas holt nochmal eine Sekunde raus. Bumm, er hat ihn weggeknallt. Somit kriegt Miki quasi den Kill. Also viel geändert hat es nicht. Aber Pride ist zur Stelle. Der will sich den Supporter schnappen, der bereits geflasht hat. Ein paar Stacks wären not bad. Zack, da ist er betäubt und man... Au! Oh, ja, ja, ja. Der hat... Oh Gott. Der hat kurz das Minion geehrt. Aber er wusste halt, das hätte der Mensch. Eieiei, ist ein Point-and-Click-Spell, ist kein Skillshot, den kann man eigentlich nicht missen. Ja, ja, also dadurch im Endeffekt ein 1-zu-1-Trade, natürlich auch auf der Mitte ein bisschen Farm verloren, aber dafür hat Kassel den Kill bekommen. War way, kein Presence of Mind. Kein Presence of Mind, schade. Hätte ich mir echt gewünscht, also Triumph plus mehr Damage gegen Leute, die low sind. Ärgerlich. Ärgerlich. Also wir sehen das Ganze nochmal. Also schöner Engage, aber hier eben der Q, wenn der sitzt, dann ist gut, aber es hat auch ein klasse Flash von Hans Sammer. Er hat aber auch nicht Auto-Attack, ne? Er war, glaube ich, in Auto-Attack-Range. Er war richtig nah dran. Das kann wirklich sein. Und dann hier ganz stark gemacht, Flash und dann auch der Hook sitzt halt danach. Boris kann da nur daneben stehen, weil er halt eben kein Schild ab hat. Versucht dann Hans Sammer hier irgendwie noch halbwegs rauszunehmen, aber es gelingt nicht. Und dann ist allerdings Pride Stalker down. Der macht das gut, weil er hier gar nicht dann gefackelt. Der denkt sich, okay, dann flash ich dich halt an. Ich meine, ich habe einen Red Buff und der Slow ist halt einfach möglichst früh, möglichst effizient. Casio kommt hinzu und der E ist wirklich... Naja. Wobei, der hat vielleicht doch Presence of Mind. Ich glaube, er hat es doch gehabt. Ja, oder das war jetzt wieder irgendwas unlucky Mana-Flow-mäßiges. Nee. Wenn das weiß war, dann ist die Wahrscheinlichkeit echt hoch. Okay, Visicacci wird jetzt gar nicht angegangen. Aber trotzdem wichtig, dass Alfari hier oben so viele Freiheiten hat in diesem Match. Aber ich denke dran, Sugard wurde reingepickt. Aber man braucht halt auch noch einen Tank. Also Tanks haben gegen Gangplank selten wirklich Spaß am Leben. Weil Gangplank scaled halt einfach wie ein Monster. Okay, die Bestätigung kam jetzt. Das ist halt wirklich so. Right. So, wir haben wieder den Engage. Schönes Flame, aber er hat keine Summoner Spells. Das heißt, Miki ist zu 100% tot. Schön gemacht. Sehr aggressiv von Wender. Sowas mag ich, weil, man muss dazu sagen, Traum kann sofort hinterher springen. Ne? Das ist ein Free Gap Closer. Also, es ist so bemerkenswert, wie Schalke 04 es schafft, hier mit einer komplett würfelten Botlane so gut unterwegs zu sein. Ich meine, das ist jetzt Pride Stalker, der natürlich hier auf der Botlane sehr viel Action macht, aber auch, dass du um so eine Lane rumspielst, wo du weißt, ich habe Safe Call die schlechteren Spieler. Ja. Ist halt echt ballsy, aber es funktioniert sehr gut. Es klappt, muss man auch nicht ändern. Ne? Er versteckt sich hier wirklich gut im Schatten des Krieges. Und zack. Guter Pinkboard auch. Und die Braum-Ultimate sitzt halt ebenfalls auch. Pride ist dann halt auch aus dem Nichts da. Ich glaube, die Ult zuerst evolutioniert.
dass du halt diesen Busch, diese Buschpässe fasst. Sehr nice. Also wirklich cool gemacht. Schalke ist fantastisch. So. Ich frage mich, wie Schalke drauf ist, wenn sie mit ihrem richtigen Lineup spielen. Ja, es ist halt, also wirklich bis hierhin eine sehr eindrucksvolle Performance wieder. Wie sieht Schalke hier oben gegen Alfari natürlich immer noch bemüht, dieses Matchup hier möglichst gut für sich zu halten. Immer wieder mit dem Rupture da auf die Kasse. Man, die 2 Sekunden, die du dadurch schneller pushst, weiß nicht, ob das immer das Mana wert ist. Aber es ist so viel. Kostet halt 100, ne? Es ist halt wirklich 10 und dein E kostet 30. Es sind 3 E's. Das ist wie früher, wenn man alles Geld einfach in Döner umgerechnet hat. Hier sehen wir es nochmal. KTA kann sich sehen lassen. Auch die Killbeteiligung. Mm. Knackig. Damage pro Minute ausbaufähig. Oh, Maxlore. Oh, er hat verfehlt. Ja. Kein ist halt, Knallpflanz, aber da. Er hat sein Dash ein bisschen gegen die Wand gemacht. Und Ryze kommt entgegen. Es ist leider over, my son. Er TP'd. Nein! Doch! Nein! Oh, Garude, TP dauert halt einen Tag. Es ist halt so schade. Die Idee war super smooth, leider, der ist kein TP mehr. Er hat halt fast den sowas gemacht. Aber nur fast. Und jetzt hat er kein TP, um wieder auf die Lane zu kommen. Es ist halt immer High Risk, High Reward. Und jetzt sehen wir es hier nochmal. Die durchschnittliche CS-Rückstand nach 15 Minuten ist 39, wobei der Durchschnitt heißt ein Game. ja. Vor allem, Bender ist S-ADC versus Schalke 04. Aber er spielt ja für sie. Er spielt auch manchmal gegen. Interessant. So, Blue Buff wird jetzt hier hoffentlich abgegeben. Wir haben da jetzt wirklich Wände reingemacht, mit wer wird Reckless herausfordern. Ist es der Long-Term-Plan? Ich weiß es nicht. Vielleicht war Upset gar nie bei Schalke gesigned, sondern es ist von Anfang an krasse Mindgame. Bin ich alle auf Upset vorbereitet, sagst du? Ja, und dann kommt er einfach nie und spielt einfach für Schalke ESL-Meisterschaft. Ist auch ein legendäres Comeback für Crap, oder? Das ist halt echt krass. Vom Ersatz zum Support Main again. Ist einfach Genius. Naja, wir sehen Chachi jetzt hier oben mit dem Pickwort im Try, das ist eine gute Idee. Und unten versucht man den Gank zu mirrorn, den eben Pride Stalker gemacht hat. Varus Ultimate und da sagt dann Vendor, yo, sorry, schön holt von raus. Aber er ist doch beides, er hat den Sprung und... Er ist geflasht, um zu springen. Ja. Aber er ist echt nur so geflasht. Nee, er ist nur so gesprungen. Ja, stimmt. Du hast recht. Ihr habt jetzt alle nicht gesehen, weil wir unsere Finger hochgehalten haben und ganz kleine Symbole gemacht haben. Aber das kann man sich ja vorstellen. Ja. Nur so. Nicht so. So. Nuketag jetzt also mit der Kammer beschäftigt, kommt danach auf die Botlane und deswegen geht hier Boris jeden Hook in. Solche ADCs hasse ich, die sich ständig treffen lassen. Aber bei Stun ist auf jeden Fall raus. Jetzt kommt der Cassio noch dazu. Oh, das Glenn so insane schnell. Aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Alfari kurz weggeschossen, die Range aber ziemlich gering. Der Heal kommt raus, Ryze kommt ebenfalls dazu. Schalke 04 verliert hier Spieler wie die Fliegen. Zack, da ist der Boris down. Ich denke, den divet man hier eiskalt. Double Kill, also insgesamt Misfits. Ja, schlägt eiskalt zurück. Ah, das war jetzt super bitter. Also, da ist einiges schief gegangen, weil Wender hat quasi den Auto-Tag nicht raufbekommen und sich dann entschlossen, ich jumpe, um den Auto-Tag zu machen. Und stattdessen macht er im Jumpen E, was ja dieselbe Range ist. Das heißt, er hätte auch einen Auto-Tag machen können und deswegen dauert es alles so lange, dass er da schon so weit wegkommt. Nuketag dann auch nicht in der Lage, dazu zu kommen. Und dann hast du halt eben das Problem, dass für sie Chachi keinen Teleport mehr hat, hast die TP-Disadvantage und wirst dafür gepunished. Ich fand's übelst schön, dass Misfits wirklich auf die Idee gekommen ist, das zu machen. Also ich meine, sie wussten ja, hey, Visichachi kann da nicht mal helfen und wir können da so dermaßen großen Vorteil, vor allen Dingen also Goldvorsprung hat sich halt gerade einfach komplett geturnt und zwar deutlich mehr. Also hier der Hook trifft, aber Wender kriegt hier quasi einen Auto-Tick drauf und jetzt wird er gejumpt und er macht den E. Oh, und dann muss er halt da irgendwie verkrampften Auto-Tick rauskriegen, aber Nuke da kriegt sein wenig Tote, deswegen kann Flash flashen. Und dann hast du halt nichts mehr für Alfari. Sandcox ist halt auch noch auf dem Weg und da kann dir halt niemand mehr helfen. Nee, das ist verloren. Die Aufteilung für Misfits war hier sehr schön. Also Alfari und Sandcox wussten ganz genau, hey, wir diven, der Rest kümmert sich um den Support. Aber wo war Pride Stalker in der Szene? Also irgendwer muss er ja gewesen sein. Gemacht und ist einfach weggerannt. Ja? Ja, klar. Ich meine, was soll er tun? Soll die Leute sie sehen? Deine Kinderraketen? Nein, das passiert ja nicht. Kinderraketen. Ich weiß nicht, welche Kinderraketen kriegen, aber... Sie sind auf jeden Fall sehr, sehr schwach im Vergleich zu richtigen Raketen. Quasi Silvesterraketen. Russland ist echt ein krasses Land. Es ist... Na, was würdest du dir zu Weihnachten... Ich hätte gerne ein paar Kinderraketen. Ich muss immer an dieses Kind denken, was auf die Landkarte zeigt. Weißt du? Wo ist Deutschland? Wo ist Norwegen? Wo ist die Sowjetunion? Und dann hier. Im Herzen.
Es ist einfach. Einfach schön. Maxi Markovs erster Auftritt vor einer Kamera. Das Foto ist halt von mir. Es ist mein erstes Meme. Eieieiei. Na gut, wir haben das Blade of Doom King bei Varus als Rush. Auf der anderen Seite wird es langsam Richtung Infinity Edge für Vendor gehen. Statt Rageblade, ne? Mhm. Weird, warum? Für die Active? Weil er keinen Bock hat mehr zum 100. Mal angesprungen zu werden von Vendor? Möglich, ja. Ja, einfach weil er Vendor im 1v1 verprügeln will. Das ist Rageblade auch ein gutes Item. Ja, aber nicht so reliable von Anfang an. Von Anfang an nicht. So, man will jetzt den Töd umziehen, aber man entscheidet sich dann doch dagegen. Brightstalker war halt da, aber man weiß, die Botlane ist unterwegs. Das heißt, man zieht sich dann doch wieder zurück. Oh. Kurz so slow. Knock-up ist. Oh, der Knock-up hat verfehlt. Bola stattdessen 1A-Punktlandung. Boris fängt das Ganze so gut er kann noch ab. GP-Ult, das tut weh. Brightstalker kommt von der Seite dazu. Mit über wenig tun, nur den Ward klären. Also die Situation entschärft sich sehr schnell selbst. Schalke ja. Hat auch Bock auf Eröffnung. Aber es ist halt schwer. Also ist, man merkt das hier immer wieder. Also da muss man halt dann mit so einer Long-Range-Braum-Ultimate agieren. Und die hat jetzt bei Boris jetzt nicht getroffen. Wenn da orientiert sich jetzt nach oben, will diesen Farm haben, ist die Frage, ob Thresh da jetzt so einen Hook landen kann. Die Keeper bisher insane. Oh, so close. Aber ich glaube, es würde halt nichts bringen. Weiß ich nicht, hätte gedived. Na, möglich. Brightstalker war in Range, aber trotzdem, du hast recht, er hat ja nur Kinderraketen. Ja, und vor allem, du kannst mit dem Tristana-Raketensprung echt versagen gegen Thresh, ey. Ja, ja, super schwer. Und da kommt ja auch noch die Varus, oder? Das wird jetzt nicht einfacher. Oh, Visichurchy denkt sich, ach nee, nicht schon wieder. Run! But you can't. Oh, der Slow von dem Fass hat schon mal nicht gesessen, aber er macht keinen Meter gut. Sein aber, Team doch, ist aber doch. Fast da. Aber seine AP-Anzeige oben seine ist. Seine AP-Anzeige ist natürlich fast nicht mehr da. Er versucht Alfari nochmal ein bisschen zu fressen. Face Rush aktiviert bei Nuketag, aber das reicht dann nicht. Ja, bitter wie Visichurchy hier, aber er hat halt keine Counterplay-Möglichkeiten. Und ich auf Zugat ist es halt auch einfach limitiert. Ich hätte den Flash gewagt von der Lane Richtung Knallpflanze. Hm. Dass er da so über die Wand flasht. Das wäre krass gewesen, ja. Das wäre besser gewesen. Es wäre wirklich gut gewesen. Aber krass war es nicht. Aber nee, es wäre krass gewesen. Wäre gut gewesen. Ich habe dir zugestimmt. Du glaubst nur nicht, dass ich dir zustimmen würde. Ja, es klingt auch nicht ironisch. Er hat das Minion dort gefarmt. Nee, es war mega krass, Maxi. Das Wort krass ist leider bei uns leider sehr negativ behaftet. Das war ziemlich krass, wie du jetzt gerade aus der Cola getrunken hast. Ziemlich krass. Na gut, aber hier, pass auf. Er wird jetzt hier engage und ich hätte mir jetzt gewünscht, dass er einfach nach links geht, gegen die Wand und dann hoch. Aber dein Plan ist ziemlich krass. Ich weiß, dass er krass ist. Aber leider hört mich ja keiner. Also da ist keine Knallpflanze gewesen, ne? Ist doch, das sind die beiden Knallpflanzen, in denen du gehen kommst. Du Knallpflanze. Statt Knallkopf, sagt man hier auch Knallklopf? Oder ist das jetzt Knallknopf sagt man bei uns. Das ist, wenn du dein Hemd zumachst und dann explodiert das Hemd, weil du so fett bist, ist Knallknopf. Oh, ich will jetzt gerne was antworten, aber das darf ich nicht im Broadcast. Nee, darf man nicht. Aber ich weiß, wer ein Knallknopf ist. Ich weiß, wer ein Knallknopf ist. Wer benutzt den größeren Knallknopf? Ich hab den größeren Knallknopf. Eieiei. Ich muss sagen, dieses Analyse und Casten zählt ja ein bisschen an den Nerven, aber mit dir zu casten zählt viel mehr an meiner Psyche. Nerven, Psyche, Immunsystem, alles. Oh, meine Augen! Und Augen macht's auf! Ich blute! Oh, das ist nicht. Oh, ja, der Blue denkt sich, ich bin unverwundbar. Ich geh nach Hause, ich bin Mondo. Oh, nee. Oh, sowas passiert natürlich. Blue-Buffs sind auch nur Menschen. Kleine Menschen. Hey, du sagst echt nur Blödsinn. Ich wusste nicht. Blue-Buffs sind auch nur Menschen. Richtig kleine Menschen. Ich meine, das macht dann wirklich überhaupt keinen Sinn. Guck mal, Déjà-vu. Ja, ich auch. Du bist ohne Flash. Und wie sieht Chachi los? So, oh, der Junge, der Sterax gefloppt. Ah, das war übrigens jetzt in die Ult rein. Ne? Das war schlau. Dafür ist das Sterax da, by the way. Das war sogar noch Schild übrig. Hätte ich nicht gedacht. Na gut, aber vielleicht hat es ja auch erst bei der Hälfte der Ultimate Sterax aktiviert. Mm. Ja, das meine ich ja. Having a Ich merke, Leute, es ist spät, aber Schalke ist ein kleines bisschen unterdrückt. Also das ist echt schade. Misfits auf jeden Fall auf einem guten Kurs. Ziel ist ja, dass jeder mal in der LCS gewinnt.
Naja, da ist Misfits tatsächlich auf einem guten Weg, aber dann wäre Vitality die unangefochtene Nummer 1 nach dem ersten Spieltag. Ja, das hatte ich ja vorhin schon in der Analyse schon getriggert, aber Wahrheit ist Wahrheit. Wahrheit ist Wahrheit, ja. Stimmt schon. Sie haben es ja zumindest gestern sehr, sehr souverän gemacht. Heute war es gegen Giants enger. War ein tolles Spiel, aber ja, hat auf jeden Fall gereicht. Naja, also der Goldunterschied 4.500, 21 Minuten sind gespielt, der Ocean Drake ist weg. Aber das Problem ist quasi, dass das Scaling relativ klar zugunsten von Misfits ist, wegen diesem Gangplank. Der Gangplank wird halt, ich weiß, du magst Gangplank nicht, aber er wird halt irgendwann einfach völlig eskalieren. Ich glaube, der eskaliert jetzt schon so ein kleines bisschen. Ja, also er gewinnt ja seine Lane schon die ganze Zeit. Oha, oha, oha. Es soll Boris an den Kragen gehen. Zack, da kommt die Ultimate. Also ich meine, Braum hält er trotzdem aus, ne? Aber den 400er Fasskrit, das übersteht man dann doch nicht. Ja, da hatte sich Gangplank von der Lane gelöst und das unterstreicht ja nochmal die Theorie, dass Gangplank jetzt schon eskaliert. Also unten kann Visi Church jetzt zum Turret pushen, aber ich meine, er wird da jetzt schon zweimal abgeholt. Tendenz eher Richtung 3 und das ist halt nicht schön und das wird auch nicht besser. Puh, ganz, ganz schwere Kiste hier. Vor allem, weil Cassio auch im Splitpush gegen Ryze nicht mithalten kann, weil sie jetzt sich für Rod of Ages entschieden, also mehr Scaling, cooler für sie. Aber Ryze hat einfach gesagt, ich bin ein absoluter Nervidiot, geh für Abyssal Mars, was willst du denn da machen? Das hätte sie ja auch machen müssen. Ja, eben. So, und das ist halt das Problem. Für Teamfights später und so ist natürlich ist ganz nett, wenn du weißt, hey, ich habe mit Rod of Ages nochmal mehr AP, aber selbst da hilft Abyssal Mask. Vor allem auch dein Sugar, der will ja auch Schaden machen. Ja. Vielleicht hofft sie, dass er es irgendwann baut, aber... Muss auch dazu sagen, dass die Siegbedingungen vom letzten Mal auch in Visi Chat so ein Stück weit lag, ne? Also ja, er hat halt das Game gewonnen, weil die Botlane nichts machen musste und alles über Top und Mitte kam. Und jetzt ist das so ein bisschen schwierig. Aber Nukejack stand ja auch 5-0 oder so mit Ryze. Ja, der stand sehr, sehr schnell schon 4-0 und danach hat man es sehr gut gemacht. Hier hat man Pride Stalker immer noch in einer guten Position, aber ich meine, Sejuani, Gangplank sind beide 3-0-4, also ich will gar nicht wissen, wie viel Gold Gangplank vorne ist. Doch, ich will es wissen, aber ich kann es nicht nachgucken. Ich kann es nicht wissen, weil es einfach nicht dasteht. Aber es muss echt ein großer Vorsprung sein. Oh, frag mich, was aus dem Crit-Item da macht. Oh, das ist schlau. Ich habe doch eben gesagt, er baut auch noch Phantom Dancer. Ah. Das ist schlau. Das ist halt wirklich schlau. Wenn es aus deinem Mund kommt, nicht, aber... Aber wenn es aus dem Itembild von Alfari kommt, dann ist das Ganze ziemlich schlau. Ja, also Alfari wird hier seiner Carry-Rolle gerecht. Wir hatten es ja schon gestern angesprochen, Misfits. Okay. Bei uns übrigens ist das genau hier, wo ihr jetzt schon seid. Ja, also heute war ja der Übergang von LCK zur EU jetzt ist smooth. Also einfach ineinander und von EU zu NA auch. Das heißt, seit heute Morgen 8 Uhr bis wahrscheinlich heute Nacht 3 Uhr gibt es ununterbrochen League bei uns. Wer heute kein Leben hat, hat richtig gewonnen. Ja. Der macht quasi die Nacht durch. Das Krasse ist, wenn wir um 3 Uhr enden, muss es nur einen Idioten wie mich geben. Der 3 Uhr haut gar nicht hin, oder? Ah, nee, es fängt ja heute früher an, ja. Ja, aber auch nicht viel, ne? Wenn die jetzt auf EU warten. Ich meine, wir sind ja gleich schon bei 11. Hm. Wenn die dann auch nochmal sowas haben wie wir, boah, heilige Mutter. Season 8. Dann sind die... Rip. Oh, das war gut gemacht. Boris hat die gesamte Ultimate auch mal verschluckt, springt jetzt davon, aber Schalke 04, ja, wehrt sich auch nicht wirklich krass. Und GP ist halt auf der anderen Seite, chillt da sein Leben, farmt nach wie vor. Und bei ihm muss man ja jedes Goldstück quasi zweimal umdrehen, weil er ja sein Poly hat. Mhm. Kennt man ja den Spruch, ne? Dreht dein Goldstück lieber zweimal um, vielleicht ist ja noch eins drunter. Zurzeit verdiene ich richtig viel. Deswegen drehe ich quasi jedes Goldstück zweimal um. Nee, das dreht sich von selbst zweimal um. Weil er noch weniger Sinn ergibt. Noch weniger Sinn. Also, der CS-Vorsprung auf der ADC-Rolle ist bei 40. Das ist leider zu erwarten gewesen. Trotzdem jetzt mit Rageblade, Blade und einem angehenden Wits End war es natürlich mit sehr viel Damage ausgestattet. Ja, damit kannst du schon arbeiten. Aber es ist halt dieses Non-Crit-Bild. Was natürlich nicht ganz so gut skaliert. Das ist aber, glaube ich, auch okay. Ich glaube, viele. Also, normalerweise ist das dieses On-Hit-Bild ja gegen Tanks irgendwie da, aber ich glaube, man unterschätzt auch einfach nur die pure Kraft, die man auch gegen normale Ziele hat. So, es ist halt trotzdem lächerlich. Und der Einzige, der etwas zu melden hat, was Tinkiness angeht, ist halt Visi Chachi. Aber auch nicht wirklich.
Aber deswegen wäre Crit irgendwie auch besser. Ich meine, du kannst ja auch nicht gehen. Crit ist langsam und random. Ja, aber mit Hurricane, du kannst ja einfach dasselbe bauen, Rageblade Hurricane und baust dann später Infinity Edge. Aber jetzt sind wir erstmal am Nash dran. Boris, der muss Vision holen, aber der hat keine Walls. Das merkt man ein bisschen spät. Right. Oh, das sieht aber juicy aus. Da kann man reinspringen, ja. Aber wartet dann noch. Man lässt von Baron komplett ab. Stattdessen schnappt man sich den guten Boris. So, die Bola, wo ging die denn hin? Oh, schön. Na, einfach sonst wohin geflogen. Boris kommt also echt mit dem Leben davon. Das hätte ich nämlich 10-mal tot gesehen. Tja, und Nuketark hat währenddessen sich mit Sengkox hier gemessen. Und Sengkox hat die Ultimate von Cassio wieder sehr, sehr schön gedodged. Danach die Antwort mit dem Clans von Nuketark. Und das Ganze trifft man sich tatsächlich unentschieden. Das ist besser für Schalke, weil das ist einfach Zeit, die sie quasi hier gewinnen. Das Bittere ist nur, sie haben den Teleport investiert. Das heißt, der Fahrer kann jetzt splitten und dann hast du halt einfach ein Problem. Ja, das macht er sowieso schon die ganze Zeit sehr, sehr erfolgreich. Und er hatte auch die Wave direkt vor der Haustür. Das liegt genau am Turret. Der wird sich kaputt lachen. Dreht jetzt wieder sein Geld um. Und damit ja, wird ja auch die Ultimate stärker. Ich glaube, viele unterschätzen das. Ich glaube wirklich, dass irgendwann wir an einen Punkt ankommen, wo du so viele falsche Sachen sagst, dass du einfach, die Leute denken dann einfach, die übernehmen das irgendwann in ihren Sprachgebrauch. Das passiert jetzt schon. Ich kriege nur Nachrichten, Maxim, ich rede genau wie du. Ich glaube, in 20 Jahren, ja, das ist ja das Schlimme. Ja. 20 Jahren sein, die dann, ist das echt so ein Begriff? Ich war beim Bäcker und habe halt Schokobrötchen geholt, zwei Stücke. Zwei Stücke. Und die waren dann quasi billiger. Und ich habe einfach zur Kassiererin gesagt, boah krass, das ist ja 10 von 10. Und sie hat mich einfach angeguckt und ja, mir das Wechselgeld gegeben. Und gedacht, Alter, bitte besuch mich nie wieder. Aber so ist das. Ja, GG. Sprache verbreitet sich nun mal. So, hier kommt Boris, aber nee. Ja, Lantern ist hier kommt da. Boris könnte ein cooler Song sein. Ich muss jetzt an einen Song von den Toten Hosen denken. Hier kommt. Wie heißt nochmal? Halle. Nee, Alice? Hier kommt. So, bin ich auch. Naja, aber währenddessen Falken hier. Pride wurde jetzt gecatcht, aber Boris schmeißt sich in die erste Front. Alfari kommt. Jetzt muss er fallen. Also, das kann er nicht überstehen. Batz, da geht er down. Hans Sammer bekommt den Kill. Ah, die Frontline sieht ja schon nicht schlecht aus. Miki geht jetzt als nächstes nach vorne. Nuketark 1000 Jahre festgehalten. Hat kein Clans zur Verfügung. Das hat er eben schon investiert und deswegen ist er jetzt down. Hier kommt Alex. Ha, jetzt haben wir's. Ja, danke. Hier kommt Boris. Ja. Vorhang auf. Fühle frei. Oh, Visichetti kann ihn auf jeden Fall steeren, wenn er will. Das Problem ist halt nur, er braucht Vision. Und Vision ist da. Ich glaube, die kriegen ziemlich viel Schaden an Baron und können das gar nicht erfassen mit ihrem Gehirn. Wenn auf jeden Fall noch gut im Saft. Der Baron schnappt sich sein erstes Opfer. Es könnte eventuell Maxlor sein. Nee, er kommt noch davon. Und wieder den Nash abgewehrt. Also Schalke verliert hier immer wieder Boris und gerade auch Nuketark, aber der Nash ist halt immer noch nicht genommen. Not really. Ja, man fängt immer wieder an. Boris hatte hier auch sein Flash gerade wieder zur Verfügung. Zack, die Bola auf den Tank. Das ist eigentlich so ein Moment, wo sich echt Schalke freuen kann, aber warum Pride da reinspringt, übersteigt mein Gehirn. So, das ist einfach nur. Er hat's ja überlebt, ne? Also. Ja, aber er investiert halt sinnlos Summoner Spells. So, und dann wird jetzt hier Nuketarker Catcher, versucht das ein bisschen zu kiten, aber keine Chance. Und jetzt hat gerade Pride Stalker die Botwave genommen und das ist halt der Moment, wo es fällt. Weil Misfits weiß das, weiß Pride Stalker muss noch Recoil. Und das ist eine dieser Sachen, die für mich bei Pride Stalker immer wieder passieren. Diese Dinge, dass du denkst, geil, ich kann farmen, geil, ich kann was machen und nicht das Makro-Ergebnis im Hinterkopf behältst. Und das ist in diesem Fall der Nash gewesen. Sehr tragisch, aber für Misfits auch mal ein Katalysator, das Spiel für sich zu entscheiden. Aber man merkt, dass die Luft bei Schalke 04 einfach raus ist. Das ist einfach ein Luftballon, der matschig auf dem Boden rumliegt. Ist halt auch frustrierend. Also natürlich, du weißt, du hast das letzte Game gewonnen. Es war auch mega die Schlacht, aber hier zurückzukommen ist super schwer. Dass Varus kein Crit baut, ist so ein bisschen ein kleiner Vorteil, weil du da nochmal was machen kannst, aber der Vorteil ist jetzt auch nicht riesig. Und jetzt versuchen sie Catch zu lernen. Das ist keine schlechte Idee, aber warum sollte Misfits da hinten? Ah, wegen Drake. Könnte funktionieren. Das ist halt auch noch ein Cloud-Drake, ne? Da ist die Attraktivität recht gering. Vielleicht. Aber der hat den Sprung schon raus. Er wollte Zeit sparen. Oh, die Rakete hat kurz gesessen. Oder es war halt nur eine Baby-Rakete, ne? Das war eine Kinderrakete, Entschuldigung. Baby-Raketen kommen von... Nee, es gibt bei Mario Kart keine Baby-Raketen. Aber du hast an Mario Kart gedacht. Hab ich das? Ja. Was? Na gut, wir haben. Oh ja, das ist nicht mal mehr schön. Also, du meintest ja, du findest es cool, dass es so ist. Nach dem heutigen Tag findest du es immer noch cool? Nee. Es ist quasi wie Tam Kench plus man selbst.
Und Tam Ketch kann während seiner ultimative Drop bewerten. Es ist überhaupt kein guter Vergleich. Ich catch mich selbst. Ja, das geht. Ich habe ein Riesenproblem. Weh. Hä, wieso weh? Ne? Ich habe R und Sonias auf eine Taste gelegt. Bom. Den Cage von Rice braucht man ja nicht, ne? Den Cage, wen was? Den Cage. Den Cage. Der auf weh liegt. Den hast du dann noch drei. Schlimm ist, ich traue dir sogar zu, dass es wirklich so ist. Es, jeder spielt LOL anders. Und du falsch. Ich hab ja weh auf nach links lenken. Die Ult liegt auf dem Gaspedal. Sagst du da wirklich? Nee, du hattest gar keinen. Du hast ja noch keinen. Bei mir war das Q bei Ramos auf dem Gaspedal. Und der Taunt war das W, weil ich gebremst habe. Weil das W war das Bremsen. Und Taunt war die Hupe. Wie im richtigen Leben eigentlich. Das ist halt echt smart, ne? Ich weiß. Bei Ramos passt halt auch einfach. Aber es hat auch keinen Spaß gemacht zu spielen. Also, aber das ist doch bei dir normal, oder? Ich meine, ich habe deine Placements jetzt gesehen. Die Placements haben Spaß gemacht, aber ich konnte es nicht so richtig. Also ich war halt am Tryhard. Ah, du warst richtig gut. Ich war auch wirklich gut. Also 70%. Das ist richtig krass. Ich habe 70% Winrate und davon nur 75% von Leona. Richtig krass. Jetzt habe ich sie erst gepeilt. Na gut, C2 Misfits hat endlich den Baron. Sie müssen jetzt bloß damit was machen. Und das ist entscheidend. Bisher sind sie da sehr, sehr zurückhaltend. Tristan hat jetzt 3 Crit-Items. Also jetzt tut's richtig weh langsam. Aber es ist halt Wender, ne? Hey, Wender hat auch so ein schönes. So wie du sagst, Maxi hat jetzt 3 Crit-Items. Hm. Aber das Problem ist dann, es Mal ist auf Sejuani. Sejuani würde fast noch gehen. Aber also wenigstens noch die Passive. In deinem letzten Video mit Lethal Tempo Sejuani kann es ja nur noch schlimmer werden. Nee, das war nicht Lethal Tempo, das war jemand anders. Doch. Nein, Sejuani spiele ich gar nicht so häufig. Nee, aber du hast ein Video darüber gemacht, dass man das nicht machen soll. Ja, soll man ja auch nicht. Soll man ja auch jetzt nicht. Jetzt habe ich mich erinnert. Ich dachte, du hast gesagt, du vergisst deine eigenen Videos die ganze Zeit. Ne? Das ist insane. Du bist ja doch, es sind aber auch viele. Ich würde mal sagen, du wirst alt, aber du bist es ja schon. Ah, dieses Game macht mich auch alt, muss ich sagen. Mhm. Also, ich meine, Misfits will halt keinen Fehler machen. Es ist ein Best-of-One-Format, okay? Sie sind 10.000 Gold vorne. Und ich kann es nachvollziehen, dass man gegen ein Schalke-B-Ersatzteam mit Hausmeister und dem Schuhverkäufer, dass du willst da nicht dagegen verlieren. Deswegen machst du wirklich möglichst wenig Fehler. Aber mir tun halt die NA-RCS-Zuschauer leid. Ja, die brauchen da ein bisschen länger. Aber ich meine, EU-RCS ist ja auch die Creme der Creme. Okay, LCK hat heute bei SKT ein 94 Minuten Spiel. Also ich glaube... Ja, aber das ist irgendwie cool. Geht. Oh, Hans-Sama, hast du den Zettel gesehen? Ja, aber eigentlich habe ich gesehen, dass er locker hochgeworfen hätte werden müssen. Auf dem Bierdeckel hat er das Ding da tatsächlich noch gedutscht. Ja. Oh, das Item von Gangplank. Er will Schaden machen und bald auch Durchdringung haben, aber nicht zuerst die Durchdringung kaufen. Brauche nicht. Ich meine, die Fässer haben 50% for free. Ja, und beim Gegnerteam hat auch nur Cho... Das aber auch, er prockt auch das Ding, ja, das könnte auch noch gegen Cassio procken. Je nachdem, nee, hat's der Rax. Nee, doch nicht. Hm. Ja, schade. So, Ryze jetzt oben wieder. Das Prinzip kennen wir mittlerweile. Dass die irgendwann einfach anfangen. Das ist nicht mehr auf Cooldown. Ab zur Toplane. Oh, ist halt wirklich so. Du hast ja quasi TP für den Rückweg. Ja. Deutlich weniger Cooldown. Ja. Das ist halt echt das Problem. Naja. Und fürs gesamte Team. 12.000 Gold Vorsprung. Das ist eine ganze Menge. Der Nash in 1,40 und damit sollte man das Game dann auch finishen können. Und bis dahin erwarte ich, dass das Tempo hier nicht wirklich höher wird. Ich glaube, Schalke freut das so ein kleines bisschen, weil sie noch die Unternehmung planen, vielleicht wirklich noch jemanden zu erwischen. Du hast vorhin erwähnt, den Redbuff, der so semi-attraktiv war, weil nur ein Cloudrake dahinter stand. Da haben die Leute halt einfach gesagt, ne, ist doof, gehen wir nicht hin. Und diese eine Minute oder diese eineinhalb Minuten jetzt... Die in der puren Entspannung. Red Buff wird, denke ich, nochmal von Hans Sommer genommen. Er hätte den vom Kontrahenten. Jetzt nimmt er noch den eigenen. So, zumindest gehe ich davon aus. Dann wardet man hier alles tot. Ist quasi jetzt schon der Fall. Man kann sogar die Wards verteidigen. Ich glaube, das würde ein bisschen Spannung reinbringen. Weil mit Division, er ist ja terrible. Ne? Also, man hat es gerade gesehen, Schalke sieht halt gar nichts. Nee, also das ist wirklich, die könnte ihr blaues Wunder erleben. Lol. Und Boris trifft den Q, aber viel mehr kommt da nicht bei rum. Ja, also hier ist natürlich heute ein Tag voller langer Games. Und dieses 35-Minuten-Game kommt dann aber auch schon lange vor, obwohl es ja 12 Kills sind. Also es ist mehr als sonst. Ist schon kein gutes Zeichen, ist eigentlich. Das ist quasi schon ein Rush.
Ja. Oh, oh, engage. Geht los, passiert was? Hook ist drauf, aber wieder auf Boris. Und der tankt das alles easy für Breezy weg. Das Q war ein bisschen verwunderlich, aber ist okay. Da ist gerade ein Shogat durch TP'd. Naja, und vor allen Dingen wird man da oben stundenglasen wieder. Ja, und Vizzy Chachi hat jetzt auch noch seinen Flash verbraucht. Also wir haben jetzt quasi Ultimate von Cedru gegen TP und Flash von Shogat. Und Ultimate vom Flash ist auch noch raus. Nicht so schlecht für Schalke, aber der Flash von Cho ist halt echt wichtig, weil du kannst damit Nash stehen. Das ist halt echt strong. Und das Ding ist, dass das Game jetzt ja nochmal verzögert wird, so ein Stück weit. Wir müssen jetzt ja wieder warten, bis Cho'Gath woanders ist, beziehungsweise der Splitbush funktioniert von Alfari. Aber Alfari ist vor Ort, geht jetzt erst langsam runter. Und hat halt TP. Und hat halt TP. Das will er benutzen, aber der Weg zu seinen Minions ist ungefähr 1000 Kilometer lang. Ja, dafür haben wir jetzt einen Ryze wieder oben, der wieder ordentlich Druck macht. Das heißt, Schalke sollte jetzt versuchen, den Nash zu machen. Ich glaube, das ist diese Option, die es immer gibt, dass du jetzt auch versuchst, den Teleport der Gegner zu forcieren. Aber sie trauen sich nicht. Und das ist auch richtig so. Weil Ryze würde von oben kommen, Sejuani von unten, wird so viel geflankt werden. Han Sama. Bisschen weit vorne, aber es ging nochmal gut. Hat ja eh noch die Lantern, also das sollte man nicht unterschätzen. Es hat Tam Kench auf Long Range. Oha, GP-Ult. Und auch Varus Ultimate, beides schon raus. Clans von Nuke Dark dafür geforst, aber der stellt sich in die Gangplank-Ult. Ist nur mittelmäßig gut, verliert er durch Half-Life. Jo, jetzt kommt er. Schöner Dodge. Man schnappt jetzt einen nach dem anderen. Boris wird das erste Opfer sein. Der hatte noch ein Root ist hier, glaube ich, noch drin, ne? Zack. Mana-Schild hat hier einiges an Schaden nochmal kompensiert. Ja, das sind so ganz kleine Dances, die auch eigentlich fein sind. Aber Boris in der Szene wollte halt über die Wall flashen, statt einfach Flash into E zu machen und wurde dafür gepunished und hier getötet. 306 Gangplank, also Alfari und Maximum, man sagt ja immer, das sind Best Buddies und sowas, aber dass die statsmäßig so synchron sind, ist halt echt witzig. B, du nimmst noch einen Kill. Okay, okay. Da muss ich auch. Muss ich sagen. B, aber nicht. Das ist aber eine ungerade Zahl. Ja, schwierig. Zack, nochmal. Ah, Mann. Und hier sieht man es. Also Nuke Dark marschiert durch die Ultimate und jetzt auf Boris achten. Hier hat er das Schild raus. Das heißt, er blockt quasi den incoming Damage. Jetzt geht so, er geht einen Schritt nach hinten, um den Hook quasi blocken zu können. Und hier wollte er quasi auf den Flash verzichten, sondern einfach nur E. Ja. Und dafür wurde er gepunished. Hat sich nicht getraut. Er stand immer ganz kurz vor der Wand. Nix war aber am Ende des Tages. 11 zu 2 nach wie vor. Goldvorsprung erreicht die 13.000. Oh, Tristan hat jetzt BT. Ja, ist nochmal ordentlich. Auf der anderen Seite hat er auch noch. Also aber auf der anderen Seite ist er kein Crit. Also so eine ADC ist halt einfach nur meh. Das ist nicht meh, das ist das Overheal-Bild. Ah, das ist cool. Das klang ja auch nicht überzeugend, Donny. Ja, also Crit ist halt. Also natürlich verstehe ich das Overheal-Bild und es ist ja auch cool. Aber ich finde, Crit. Crittet halt einfach Leute weg. Und nichts ist schöner als eine 800er Anzeige. Nee. Nichts schöner als On-Hit-Effekte, die man nicht berechnen kann. So, und der einfach nur, man denkt, holy shit, was passiert? Begibt den Nash. Boris muss also jetzt gleich wieder hin. Das Fass trifft niemanden. Der Nash ist schon mal zur Hälfte weg. Der nächste Ward ist ein Pink der Ward. Sitzt Boris! Oh, da hat er sogar nochmal sich reingedonnert. Knockup ist nicht schlecht, aber leider ist er explodiert. Er stirbt ja leider jetzt echt so oft. Und hier die Ryze Ultimate. Wer kommt rein? Das ah, so wird gesilenced. Du wirst einfach verstummt, aber das ist Wurst. Der Schaden von Han Sama kann auf jeden Fall noch ein bisschen erhöht werden. Na, bisher reicht es nicht aus, man verliert sogar einen Support. Krass, also dass die das hier nochmal turnen konnten im 4 vs. 5 ist echt schön. Nuke Dark mit der Flash Ultimate nicht so viele gestunt, ich glaube niemanden tatsächlich, ein bisschen bitter. Aber danach halt eben Pride Stalker sehr aktiv reingegangen und dadurch konnte Nuke Dark sich in der Zeit, wo er halt eben freistehend war, sein Damage durchdrücken. Und jetzt versucht Nuke Dark hier ein Solo Elder und das könnte gut gehen. Also Schalke, die geben sie auch, nevermind, hier ist Alfari. Das ist der schnelle Pirat und dann geht er auch schnell wieder zurück, oder? Oder die Kombo will nicht hin. Hauen. Zack, muss jetzt flashen. Wie sieht Chachi, die halbe AP verloren. Der Elder wird, denke ich, übernommen. Hans, sag mal, mach mal was mit deinem Blutdürster. So, jetzt tut er es. Pride Stalker, ist der in Range? Wo ist er denn? Wo ist er denn? So, man will jetzt übernehmen. Wie sieht Chachi, hat keine Ultimate ab. Das heißt, man kann ja nicht einfach mal wegschnabulieren. Oh, Knock-up. Hat gesessen, man committet so ein Stück weit darauf. Er geht ja zurück. Alfari etwas nah dran. Ja. Oh, das Fass des Grauens. Zerreißt hier das Insekt. Pride einfach geplatzt. Und das ist Elder und das ist im schlimmsten Fall. Dadurch hat auch noch Nash. Und jetzt, das ist der Ping, wo Schalke sagt, okay, all in. Weil die gehen jetzt zu Nash und wollen den machen, obwohl sie da keine Vision haben. Sie wissen nicht, wann die Gegner kommen. Sie hoffen einfach nur, dass es reicht. Sie wissen, sie haben Cho'Gath. Aber
sie wären niemals fertig, bevor die Gegner da sind. Aber es war auch gar nicht so wenig Schaden. Also hier hätte ich fast gedacht, die ziehen es durch. Aber wenn sie alle gestorben wären, wäre es eh vorbei. Sie haben Misfits jetzt geholfen. Das ist bitter, weil gleich hat Visichachi wieder Flash. Aber ich glaube, er wird ihn nicht in Time abhaben. Also muss er rüberjumpen. Oh, der hookt sehr früh. Er muss auf jeden Fall mit dem Flayer arbeiten. Aber ich weiß gar nicht, ob er den Kopf nicht rüberkriegt. Oh, oh! Das war Wender! Der hat seinen Kollegen darüber geschossen, oder? Ja. BM! Nee, vielleicht war das. Hoch 10! Also, es kann sein, dass er damit. Ich weiß nicht, Hans Sammer verliert auf jeden Fall ordentlich HP, aber es ist im Prinzip egal. Die Laterne wird geschmissen, aber Mickey kriegt keine Unterstützung. Wender kaltet! Man will lieber den Rest haben. Nuketag platzt jetzt auf. Wender zieht sich zurück. War das Wender wirklich? Ja, Wender war das 100%. Oh, ein Harder. Oh, Bright nimmt den nächsten. Bunny hoppt da raus. Not bad. Also er hat hier noch zwei Leute abgeholt. Ja, es war auf jeden Fall Wender. Ich glaube, die Idee dahinter war quasi, dass dadurch Mickey nicht in der Lage ist zu flayen, weil er nicht erwartet, dass es passiert. Weil eigentlich kann er ihn ja easy raushauen. Das hat niemand erwartet. Aber es war halt bei 2400 AP. Also das war ja, das ein hat nicht mal Wender erwartet. Tja, jetzt ist hier Brightstalker gerade gegen alle. Er holt sich nur mal den Movement Speed ab. Das jetzt. Ja, also die sollten es bannen, aber Pridestalker wird natürlich hier irgendwie nochmal probieren, für ein Wunder zu sorgen. 10 Sekunden bis Visichachi, aber er, ihm ist die Karte. Misfits, Leute, der Fokus auf den, oh ja, der Schild alleine war schon genug. KDA wurde verbessert, Schalke 04 verliert das Ding, Misfits bekommt einen Sieg, gut geschrieben, aber stolz muss man darauf nicht sein, es ist immer noch das Auswechselteam von Schalke 04. Das ist halt eben das Ding. Also in so einer Situation gibt es nur Verlierer gefühlt, weil Schalke haben verloren und fühlen sich natürlich dementsprechend mies. Vor allem, weil es so unglücklich ist, dass Upset nicht am Start ist. Aber für Misfits fühlt es sich auch nicht so herausragend an, wie es sich eben anfühlen sollte, wenn das wahrscheinlich tritt gegen das wahrscheinlich viertbeste Team der EU-LCS antreten. Das war trotzdem eine Begegnung auf sehr, sehr hohem Niveau. Also man merkt, Schalke hat viele, viele Möglichkeiten. Aber es ist die Frage, ob das tatsächlich, naja, ausreicht. Ja. Wir machen jetzt Folgendes, meine Damen und Herren. Wir werden jetzt ganz, ganz schnell in eine Pause gehen. Relativ zügig, denn die NA-LCS wartet nicht lang. Das heißt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich werdet ihr nicht mehr sehen, aber der Johnny gibt noch eine Analyse. Bis gleich. Macht das wunderbar!
Ja, und damit ein letztes Mal ein herzliches Hallo hier in der Summoners in Analyse-Ecke mit Johnny und Krokettenkalle. Ja, wir haben einen sehr spontan überraschungsreichen Tag erlebt. Absolut. Sage ich jetzt einfach mal. Wir haben 68-Minuten-Games gehabt. Wir haben sogar heute Morgen schon ein 90-Minuten-Game gesehen in der LCK. 94. Und 94. Und haben heute drei überraschende Ergebnisse gehabt. Fnatic verliert, G2 verliert. Wobei, ja, die Misfits, die haben eigentlich wie erwartet gewonnen, oder? Wie ja, schon. Aber es ist halt trotzdem der Tag der Überraschung. Also ich meine, dass am Ende klar, dass es ein bisschen dabei ist. Natürlich auch bitter für Schalke, aber dass sie überhaupt ohne Upset 1-1 aus dieser Woche gehen, ist echt schon ein Vorteil. Und auf der anderen Seite, klar, G2 und Fnatic, das sind super krasse Upsets. Und das Vitality nach der ersten Woche der UHSS auf Platz 1 stehen würde, ich glaube, das hat so niemand predicted. Ja, Vitality ist tatsächlich das einzige Team in Europa aktuell mit 2 Wins, keiner Niederlage, alle anderen, bis auf natürlich, ich weiß gar nicht, wer ist denn jetzt das eine Team, was beide Games verloren hat. Giants müsste es sein, oder? Nee, die Giants haben gestern gewonnen. Ah, stimmt. Unicorns of Love. Unicorns of Love, genau. Die haben beide Spiele verloren und dementsprechend sind sie quasi das Schlusslicht aktuell der Tabelle und oben steht Vitality und darunter ganz viele Leute, die einmal gewonnen und einmal verloren haben. Eben, also das Ganze ist noch sehr eng beieinander. Wir haben auch schon sehr gute Sachen gesehen. Das Spiel G2 gegen Misfits war für mich das vom Niveau am höchsten. Deswegen war es enttäuschend, dass G2 heute gegen Rocket verloren hat. Aber ich glaube, man hat schon ein bisschen abschätzen können, wie gut die Lineups sind. Aber noch ist überhaupt nichts entschieden, weil wir haben gesehen, dass selbst Teams wie H2 okay, die wir gestern abgeschrieben haben, heute auf einmal so ein Window. Es ist einfach der Wahnsinn und es sieht so aus, als wäre diese EU-LCS zumindest im Mittelfeld unglaublich eng beieinander. Ja, das stimmt. Ja, wir freuen uns natürlich, dass ihr bis hierhin eingeschaltet habt. Ich meine, vielleicht gibt es ja Leute unter euch, die heute Morgen die LCK eingeschaltet haben, dann gedacht haben, ach ja, jetzt noch eine Stunde und dann geht die LCS in Europa los. Pustekuchen ging direkt weiter und jetzt ist genau das gleiche nochmal, denn jetzt kommt gleich die NA-LCS mit Eis von der Waffel und Mori. Also ich weiß gar nicht, ob wir die 24 Stunden, wenn wir die heute knacken, aber ich meine, wir sind bei 18. Aber das Ding ist, stell dir vor, ich hätte heute nicht bis 7 gestreamt, sondern bis 8 und hätte die LCK gehostet. Ja. Dann wäre quasi ein kompletter Durchweg gewesen, so habe ich quasi das Ganze ein bisschen verhauen, geht auf meine Kappe, Jungs. Aber 18 Stunden am Stück können wir heute tatsächlich schaffen, sogar 20, je nachdem, wie lange die da hinten noch ihre Arbeit machen müssen. Also dementsprechend würde ich sagen, die volle Trönung League of Legends. Ja. Freuen wir uns auf jeden Fall. League of Legends ist endlich wieder competitive am Start. Wir sind am Start, ihr seid am Start und jetzt sind Eis und Mori am Start. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann und tschüss. So, mein Lieben, das ist Johnny.